In der Notaufnahme der Klinik am Südring helfen Schwester Luisa und Schwester Anna gleich Mutter Susi. Ihr Sohn Ben kann wegen seines Po's nämlich nicht aus dem Auto steigen. Sag nein. Oh, Hilfe, meinem Sohn geht es nicht gut. Da muss da irgendjemand mit rauskommen, bitte. Ich krieg den nicht alleine hier hin. Wo ist der denn? Der ist im Auto. Ihm geht es aber auch nicht gut. Ich weiß nicht, was los ist. Ihm ist schlecht und er bricht. Und hallo? Schau mal, kannst du mit Sebastian Bescheid sagen? Ja. Hallo? Was ist denn passiert? Ja. Ist schlecht. Ich weiß aber auch nicht, einfach nur schlecht. Wie heißt der? Ben. Hallo Ben. Sag mal, würdest du einmal hier auf den Rollstuhl umsteigen können? Ich versuche. Ich bin alleine. Ich hab ihn ja schon kaum alleine. Oh. Was denn? Geht das? Das geht ohne. Das geht ohne. Ohne Schuhe? Ja, sicher. Okay. Ganz sicher? Ja. Okay. Mir aber nicht danach. Ich hatte mich gerade auf meine Kaffeepause gefreut. Da wurden wir rausgerufen, weil da ein Patient auf uns wartete, und zwar im Auto. Schmerzgekrümmt, wollte aber überhaupt nicht aufstehen. Als er dann endlich rauskam, ja, dann wollte er sich nicht mehr hinsetzen. Moin. Nein? Hi. Börner, hallo. In der Notaufnahme. Was habt ihr denn? Eckstein, das ist mein Sohn. Und was ist ihm passiert? Geht's nicht gut. Er hat gebrochen. Ich hab ihn von der Schule ab. Wo ist er denn? Moin, Börner ist mein Name. Was ist denn los? Ich hab totale Bauchkrämpfe. Wollen Sie mal hinsetzen, oder? Nee, hinsetzen ist eher schlecht. Die Behandlung von Ben war für uns ein bisschen erschwerend, denn er wollte sich aus irgendeinem Grund nicht auf die Trage setzen. Er lag wohl im Auto auch schon so halb seitlich drin, wurde mir berichtet. Und es ging wirklich nur Bauchlage in dem Moment. Warum, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen aber auch nicht, was los ist. Er hat heute Morgen nur Müsli gegessen. Oh. Davon kann das doch nicht kommen, oder doch? Oh. Sonst war da nichts. Und ein Stück gucken wir weiter? Jetzt mal, ich weiß es nicht. Also nur Müsli gegessen. So, wie ist dein Name? Darf ich du sagen? Ja, ich bin der Ben. Ben, jetzt erzähl mal, was ist denn passiert? Die Hose ist ja ganz dreckig. Was hast du denn gemacht? Stimmt, die ist total. Mir auch. Ich bin auf einmal total übel und ich hab's in der Schule nicht mehr geschafft, auf den Klo zu gehen. Und hab mich dann im Gebüsch übergeben und bin wohl dabei im irgendwo reingefallen. Mir tut das hier auch weh am Bein. Sollen wir die Hose mal ausmachen? Also hast du in eine, darf ich das sagen, hast du in die Wiese gekackt oder was? Ja, genau. Okay. Also da war es ja wirklich dringend. Gut, okay. Wir gucken mal. Und jetzt hast du was am Po? Dürfen wir mal hier die Hose? Mir tut's weh unterhalb vom Po. Hier. Okay. Dürfen wir die Hose mal ausziehen? Wir ziehen nur die Hose aus. Ein Stückchen runterziehen, ja? Ja, was für eine Kleidung hat er hier eigentlich an? Was ist denn das? Weiß ich leider auch nicht. Ach, das ist nicht seine eigene Kleidung? Ist das die neue Schulkleidung oder was? Nein, das habe ich bei uns aus der Theater AG. Warte mal. Yeah. Jetzt weiß ich, was so weh tut. Hast du bis im Dornbusch gelandet? Nein, ich weiß es nicht. Jetzt noch eine Frage. Wie ist das denn hinten rausgekommen? War das eher so Hochdruckreinigermäßig oder war das mehr so flushy? Nee, das war eher so Hochdruckreinigermäßig. Oha, okay. Gut. Also sagst aber Bescheid, wenn es nochmal kommt, ne? Ja. Wir sind jetzt in der Schusslinie. Natürlich sollte man grundsätzlich, wenn was im Körper drinsteckt, nicht einfach rausziehen. Hier war es so, die Dornen waren wirklich nur 1 bis maximal 2 Zentimeter lang. Und am Oberschenkel ist so viel Fettgewebe, auch bei schlanken Personen, dass da keine Strukturen verletzt sein können. Deswegen konnte man das in dem Fall einfach rausziehen, desinfizieren und keine weitere Behandlung war notwendig. Mit der Übelkeit müssen wir halt mal schauen. Ne? Es kann sein, dass das einfach gleich wieder weg ist. Meinst du, du kannst dich jetzt doch ein Stückchen auf die Seite drehen? Ja, es kann schon mal so ein richtiger Magen-Darm-Infekt kann schon mal. Aber dann hätte er das doch vielleicht gestern schon gehabt. Also sonst, wenn er mal ein Grippe oder kann auch ganz schnell gehen halt erstmal. Ne? Wie geht's denn dir jetzt? Nicht wirklich besser, immer noch die Übelkeit. Die Symptome von Ben, also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und das Ganze sehr plötzlich mit auch einem Schwächegefühl, ist eigentlich ganz typisch für eine, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Lebensmittelvergiftung. Die kann man von so ziemlich allem bekommen, auch wenn man sich die Hände nicht richtig gewaschen hat. Und wie ist mit Verdauung? Hast du das Gefühl, du müsstest noch mal? Willst du noch mal auf Toilette lieber? Ja, dann wird besser kommen. Ist alles okay mit dir? Alles okay? Alles okay, ja. Machst mir aber gerade auch keinen guten Eindruck. Hört nicht so richtig, oder? Weil so ein bisschen. Nicht hören. Ja. Ich kenne ihn so überhaupt nicht. Ja, alles gut. Alles gut. Thank you.
Glaube ich aber irgendwie nicht. Ben hat die ganze Zeit einen etwas abgelenkten Eindruck gemacht. Entweder hat er uns nicht richtig gehört, weil er die Mütze anhatte. Oder zunächst dachte ich auch, er ist halt so darauf fokussiert, jetzt sich zusammenzureißen, nicht auf Toilette rennen zu müssen, dass er uns deswegen nicht richtig folgen konnte. Aber als wir dann die Mütze abgenommen haben, da ist mir was im Ohr aufgefallen, das ich so nicht erwartet habe. Ist denn das dein Ohr eigentlich? Ja. Soll ich mal was gucken? Krieg ich mal nach da kurz. Da habe ich noch gar nichts mehr. Was ist denn das? Da hat er ein Hörgerät. Der hört eigentlich ziemlich gut, mein Sohn. Warum ist denn da jetzt ein Hörgerät? Bitte mal für mich. Sag mal, Ben, was machst du denn mit einem Hörgerät? Was ist denn das hier? Ben, hast du ein Hörgerät? Ben, was ist das denn? Hier? Das ist nichts. Sag mal bitte. Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Kannst du das mal rausmachen? Also wir wollen uns hier nicht filmen lassen, ne? Also, nein, ich filme doch Kamera. Ist das hier ein Scherz oder was? Was machst du denn hier? Für mich war diese ganze Geschichte irgendwie ein bisschen skurril. Diese komische Kleidung, warum sollte er sich, selbst wenn er sich übergeben hat und die dreckig, warum sollte er sowas da anziehen? Dann geht es ihm wirklich schlecht, das hat man gemerkt. Er hat aber eine Kamera um sich, hat irgendwie Ohrstöpsel in den Ohren. Das kommt wirklich selten vor, dass wir solche komischen Fälle haben. Daher habe ich das nicht so ganz gekauft. Ach so, sag mal, ihr hattet doch heute einen Mathe-Test. Hat dir der Julius zufälligerweise beim Pushen geholfen? Nein, Quatsch, der Julius hat damit überhaupt nichts. Ja, aber wofür brauchst du denn sonst eine Kamera? Julius ist nicht so gut. Ich gehe mal mit ihm, ne? Geh mal gerade mit ihm raus, bitte. Das könntest du nicht erklären, der Mathe-Test. Also jetzt nochmal. Er hat einen Mathe-Test heute gehabt. Ja klar, vielleicht war ihm deswegen so schlecht. Das wäre jetzt eigentlich das Einzige, was ich mir erklären kann, weil der Julius ist wirklich ein Mathe-Ass und mein Sohn leider nicht. Okay. Mutter Susis Theorie erklärt zwar die technische Ausstattung ihres Sohnes, nicht aber Bens seltsames Outfit und seine Magen-Darm-Probleme. Jedoch tauchen gleich zwei Gestalten in der Klinik auf, die alles in ein neues Licht rücken. Wir erstmal ab, wenn er von Toilette zurückkommt, dann sollte ja noch eine Blutentnahme erfolgen. Und dann müssen wir schauen, ne, ob da irgendwie was Besonderes sein sollte. Ja. Wer seid ihr überhaupt? Das ist ein Tropfen von meinem Sohn. Julius, was machst du denn hier? Sag mal, ihr solltet doch überhaupt nicht hier sein, ihr solltet doch in der Schule sein. Und da habe ich noch eine Kamera gefunden beim Ben. Was soll denn das Ganze? Ich hab das ganz schön. Hast du da irgendetwas mit zu tun? Nein, ich hab gar keine Ahnung. Ihr habt doch einen Mathe-Test und dann diese Kopfhörer. Habt ihr irgendwie gefuscht oder irgendetwas? Nein, wir haben nicht gefuscht. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, was hier los ist, aber ich werde in der Schule anrufen und nachfragen. Weil ihr solltet doch überhaupt nicht hier sein. Okay, also mich wundert gerade auch ein bisschen, dass ihr die komischen Klamotten anhabt. Das ist ja nichts, womit man heutzutage in die Schule geht, ne? Und du juckst dich die ganze Zeit. Habt ihr jetzt auch noch irgendwas? Das ist schon eine komische Geschichte. Das hatte doch der, wie heißt der, Ben, dein Kumpel auch. Nach kurzer Zeit waren auch die Freunde von Ben bei uns in der Notaufnahme. Und bei seinem Kumpel Julius ist mir aufgefallen, dass er sich verdächtig oft am Handgelenk kratzte. Bei näherer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass er zum einen da einen Ausschlag hat und zum anderen ein Tattoo oder einen Stempel, den auch Ben hatte. Der mir aber gar nicht so aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe keine Beachtung geschenkt. Aber dieser Stempel sollte dann doch Licht ins Dunkel bringen. Das ist nicht schlimm. Das scheint irgendwie, du scheinst auf diese Farbe allergisch zu reagieren. Ne? Ja. Das ist nicht schlimm. Das würde ich nachher mal in Ruhe abwaschen. Kann man noch so ein bisschen so eine Antihistaminikum drauf machen. Das ist nicht so schlimm. Die sogenannte Kontaktallergie, die ist gar nicht so selten in Deutschland. Es gibt neuere Studien, die besagen, dass fast jeder Fünfte, also 20% der Bevölkerung, mindestens auf einen Stoff kontaktallergisch reagiert. Was geht hier ab? Ja, wir waren bei einem Filmfestival. Bei einem Filmfestival? Ja, also nicht in der Schule. Okay, und warum filmt ihr hier Leute oder eher? Warum hast du da einen Film? Keine Leute. Ich kann nicht sagen, wieso. Ich weiß es nicht. Was soll das? Warum bist du verkabelt? So, warum hast du Kopfhörer an dir? Was, habt ihr mich gefilmt oder aufgenommen, wie ich mich umgezogen habe? Nein, was soll das? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir haben niemanden gefilmt. Darf ich mal kurz stellen? Dem geht's deutlich schlechter. Der Ben ist zurück. Kannst du mal rüberkommen? Ja, kann ich machen. Dürfen wir mitkommen? Na, eigentlich nicht, aber das hier ist alles. Komm, wir müssen das hier mal aufklären. Also ausnahmsweise, ihr könnt es mit. Ich frag den Ben halt noch mal, aber ist ein bisschen Klärungsbedarf jetzt mal. Sag mal, Ben, können deine Kumpels mit rein? Ist das okay?
Also ihm geht's wirklich absolut schlecht. Ne? Also ich habe ihm jetzt Blut abgenommen. Ich habe den Ben zur Toilette begleitet und als ich mitbekommen habe, dass er so starke Durchfälle hatte, habe ich natürlich nachgeschaut und ja, der Durchfall, ja, der beinhaltete Blut. Natürlich sind bei mir die Alarmglocken angegangen. Ich habe direkt eine Probe entnommen und den Arzt informiert. Also habt ihr dem irgendwas reingemacht? Hast du einen Streich gespielt vielleicht? Nein. Habt ihr was getrunken, Drogen genommen auf dem Festival? Nein, da? Nein. Keine Drogen genommen, nein. Habt ihr hier irgendwie was ins Glas reingemacht? Nein, er hat gar nichts getrunken. Soweit ich habe nur eine Cola getrunken, das war das Einzige. Sonst hat niemand irgendwas. Mutter, so ihr beiden, ich habe in der Schule angerufen, ihr habt geschwänzt. Alle drei habt ihr geschwänzt. Was soll denn das? Ihr kriegt gewaltigen Ärger, ist euch das klar? Ihr könnt doch nicht einfach schwänzen. Wo seid ihr denn jetzt gewesen? Ja, wir waren bei einem Filmfestival. Bei einem Filmfestival? Ihr hattet doch eine Mathe-Klausur. Wisst ihr, was das für euch bedeutet? Ihr seid durchgefallen bei der Klausur. Das bedeutet das für euch. Und dann habe ich noch eine Kamera gefunden. Hier, das haben wir bei ihm gefunden. Also ja. Zeigen Sie ruhig mal. Ja. Lass Sie mal sehen hier. Was ist das denn? Was soll denn das Ganze? Was soll das? Ich dachte zuerst, du hättest ihm beim Betrügen geholfen. Du bist doch so ein Mathe-Ass. Warum bist du verkabelt gewesen, Ben? Was sollte das? Das geht gar nicht, als junges Mädchen oder generell als Frau das Gefühl zu haben, irgendwie beobachtet zu werden, gefilmt zu werden, gibt einem ein ganz, ganz ekelhaftes Gefühl. Daher konnte ich verstehen, dass sie das sehr, sehr aufgebracht hat. Herr Ben, erzähl mal, was war denn da alles? Wir müssen das schon wissen, weil ansonsten können wir dir auch nicht helfen. Ne? Und ihr seid auch ehrlich, wenn ihr ihm irgendwas ins Glas gemacht habt oder wenn ihr im Streich spielen wolltet. Wirklich nicht. Wir müssen ja wissen, woher es kommt. Ne? Wie du ja schon bereits rausgefunden hast, waren wir heute auf dem Filmfestival gewesen. Und was sollen dann die Kopfhörer und das Hörgerät? Ich dachte zuerst, ihr hättet gefuscht. Weißt du, ich finde Franka total toll und du weißt, dass ich nicht der Beste bin in der Schule und ich kenne mich mit dem Thema Film auch überhaupt nicht aus und sie ist da so ein Genie drin und ich wollte einfach nicht dumm dastehen und Julius, der kennt sich ja auch echt super aus und deswegen ja, hat er mich halt verkabelt, um mich halt damit zu unterstützen, dass ich halt bei Franka ja, Punkte sammle. Die Geschichte war hier ähnlich wie bei Cyrano de Bergerac. Das ist ein sehr bekanntes Theaterspiel, wo dem Cyrano geholfen wird, seine Liebe zu bekommen, indem er sich da so ein bisschen was vorerzählen lässt. Hast du irgendwas noch genommen, gegessen, getrunken? Weil ich meine, du hast blutigen Durchfall. Irgendwie brauche ich eine Ursache oder so. Ansonsten kann man schlecht therapieren. Ne? Deswegen habe ich euch gefragt, ob ihr was reingemacht habt. Nein, so. Ich habe ihn ja, wo ich angekommen bin, ja gesagt, hatten sie ja schon gefragt, ob ich was gegessen habe. Müsli hat erzählt, ja. Genau, richtig. Und ich habe, Franka, du darfst echt nicht sauer sein, aber du hattest doch da irgendwie Schokoladenzeug gehabt und hattest mich gebeten, davon nicht zu probieren. Und ich hab trotzdem davon probiert. Also das ist noch das andere, was ich meine. Was hast du, Schokoladen? Musst du Schokolade oder ja, was? Ja, sowas war das gewesen. Und wie hast du den gemacht? Ja, mit rohen Eiern. Da waren auf jeden Fall rohe Eier drin, Schokolade. Ja, wer hat denn sonst noch davon gegessen? Ihr auch, oder? Nein, der war eigentlich für meine Schwester gedacht, weil meine Schwester Geburtstag hat. Ah, okay. So, und ich habe Ben auch extra ausdrücklich gesagt, dass er die Finger also davon ich würde, lassen. Ich würde auch mal sagen, deine Schwester oder sollte auch niemand was davon essen. Nee, gerade mit rohen Eiern oder so. Das kann natürlich auch mal sein, dass das mit Salmonellen ausgelöst wird. Ne? Beim Stichwort Musso-Schokolade ist mir natürlich eine Erkrankung direkt in den Sinn gekommen, und zwar eine Salmonellose. Ausgelöst durch vor allem frische Eier, die man ungekocht zubereitet, was natürlich bei Musso-Schokolade auch der Fall ist. Gerade wenn man so wie Mayonnaise macht oder halt so ein Musso-Schokolade mit rohen Eiern, da kann es sein, dass diese Bakterien eben nicht abgetötet werden. Und dann machen die halt schon mal so einen fiesen Durchfall, Bauchschmerzen. Das kann auch mal blutig sein. Das kann auch mal wirklich ein paar Tage dauern, bis es wieder gut ist und bis die Verdauung richtig wieder so ist wie vorher, kann es noch länger dauern. Die Behandlung der Salmonellose richtet sich ein bisschen nach der genauen Bakterienart, aber letztlich gibt es immer die Möglichkeit, eine Therapie mit einem Antibiotikum, das gezielt auf diese Salmonellen wirkt. Zum anderen immer eine symptomatische Therapie. Wenn man da eben viel Flüssigkeit verliert, kann es sein, dass man durch die Vene eine Infusion bekommen muss. Und ganz, ganz, ganz wichtig, man muss regelmäßige Tests machen, denn es gibt seltene Fälle, dann hat man zwar keine Symptome mehr, aber man kann noch lange Salmonellen ausscheiden durch den Stuhl und dann auch theoretisch andere infizieren. Und wie war er jetzt so? Hat das geklappt hier mit dem? Hat er gepunktet oder nicht? Obwohl er keine Ahnung hat vom Film. Ich bin echt verärgert gewesen, aber ich kann dir auch nicht böse sein. So. Ich hab dich echt gern, weißt du? So, ist echt doof gelaufen jetzt.
Ich hoffe, wir können das auf jeden Fall wiederholen, wenn es mir wieder besser geht. Ja. Und dann ohne Schule zu schwänzen nochmal. Laboruntersuchungen bestätigten die Salmonellen. Die Antibiotika-Behandlung schlug gut an und der 17-Jährige verließ die Klinik 3 Tage später. Franka und Ben sind inzwischen ein Paar. Für ihr Schulschwänzen bekamen die drei Freunde in der versäumten Mathe-Klausur eine 6.